Dieser Beitrag wird euch präsentiert von Radio NSR2, die Alternative. Besucht uns auch im Internet unter www.nsr2.de. So, ja, wie gerade eben schon gesagt, ich bin der Mopper von Radio NSR2, die Alternative. Wir haben einen kleinen Webradio-Stream und über den werden wir das Ganze dann auch hinterher ausstrahlen. Wen habe ich denn jetzt hier bei mir? Ich habe eben schon gehört, Hux Flux, auf Deutsch ausgesprochen. Wer seid ihr und was macht ihr für Musik? Ja, wir sind Hux Flux, wie gesagt, aus Gummersbach. Und selber seine Musik irgendwie zu beschreiben in irgendeine Kategorie ist meiner Meinung nach nicht so einfach. Wir nennen das Krautrock, was wir machen. Obwohl das ja nun auch nicht so... Ein dehnbarer Begriff. Ne? Ja, das ist ein sehr dehnbarer Begriff, genau. Deswegen, ne? Das ist halt nicht so einfach. Also, das ist halt so ziemlich 70s-lastig, so retro-mäßig. Ja. Also Krautrock quasi so ein bisschen auch kreuz und quer von allem, ein bisschen mit drin an Elementen oder... Ja. Also es spiegelt wahrscheinlich auch ein bisschen die Musik wieder, die wir hören, ne, denke ich. Jeder bringt seinen Stil mit genau. Da rein. Jeder Lars ist so ein bisschen folkorientiert zum Beispiel, ne? Da sage ich jetzt was Falsches. Eigentlich schon, ne? Ja doch. Und ja gut, ich will jetzt nicht für jeden irgendwie Musikrichtungen darbieten. Also es ist einfach eine Mischung aus dem, was man hört und natürlich spielt auch das, was man selber irgendwo ausdrücken will, mit rein. Ne? Man hat ja nun mal, wenn man mit vier Instrumenten unterwegs ist, eine Menge Möglichkeiten, irgendwie auszudrücken. Ja, apropos vier Instrumente, was spielt ihr denn alles? Was habt ihr denn alles da drin? Ja, also wir sind instrumentenmäßig doch etwas breiter aufgestellt. Ja, also die klassische Rockbesetzung, Schlagzeug, Gitarre, zweimal Gitarre, Bass, wobei in der alternativen Besetzung dann auch Keyboard dazukommt, wo der eine Gitarrist dann Gitarre spielt. Bass, meine ich. Bassgitarre, genau. Ja. Also wir probieren es eigentlich vielseitig zu gestalten, weil das ist ja auch das, was, finde ich, vielen Bands halt auch etwas fehlt. Ja, und wie lange macht ihr jetzt schon Musik? Also seit wann gibt es euch in dieser Besetzung? Hat sich da schon mal was geändert? Wie lange existiert ihr schon? Wir existieren eigentlich schon länger, aber nicht unter dem Namen. Vorher unter dem Namen Sandalin, da war noch eine Sängerin dabei. Die ist dann vor anderthalb Jahren ausgestiegen und seitdem heißen wir Hux Flux und haben komplett neue Lieder. Ja, aber ein völlig anderes Stil jetzt, ne? Ja, ein anderes Stil, also. Also, das ist schon eine neu aufgezogene Sache, kann man sagen. Quasi seit 2007 dann, ja. Aha. Und war das bis jetzt hier so jetzt euer größter Erfolg, so Bonner Brückenforum, Finale, Yogic Band Contest? Das ist kann man. Viertes Konzert, ne? Ja, das würde ich gerade sagen. Das ist das Konzert, was wir gespielt haben. Wir waren auch vorher immer nicht unbedingt sehr bühnenpräsent mit der Band, die wir halt vorher mitunter zum Teil in der gleichen Besetzung geführt haben und. Ja, in der Besetzung, das vierte Konzert, kann man eigentlich nur sagen, ne? Ja, also die Vorrunde, das Halbfinale und jetzt hier sind ja schon mal drei und dann eins vorher noch. Ja, wir waren ein Jahr vorher, so ein Jahr vor dem ersten Yogi-Konzert. Ja, aber dann da muss man ja mit Sicherheit davon ausgehen, dass ihr viel zusammen probt oder so, weil das hat sich ja schon sehr aufeinander eingestimmt angehört. Ja, zweimal eine Woche Probe, also wir haben zweimal eine Woche Probe und haben halt auch, ich glaube, dieses Jahr eigentlich, ja, haben wir nur für Songwriting genutzt irgendwie. Wir sind auch, muss man auch mal ganz ehrlich sein, wir sind also auch ein bisschen faul. Also da könnte schon einiges mehr gehen. aber das soll sich auf jeden Fall ändern nächstes Jahr. Ja, man wird schon wieder was in Aussicht. Das haben wir uns letztes Jahr auch gesagt. Ja, aber dieses Jahr ist das Ganze ein bisschen... Wo du schon die Zukunft ansprichst, was steht denn bei euch als nächstes an? Oder habt ihr überhaupt Pläne, CD-Produktion vielleicht oder große Konzerte oder kleine Konzerte, die da anstehen? Also wir haben einige Konzerte in Planung, wo eigentlich die ganzen konkreten Planungen jetzt noch nicht abgeschlossen sind. Was aber jetzt schon definitiv steht, ist am 8.4.2009 in Koblenz, Circus Maximus nennt sich das. Da spielen wir unter anderem mit einer Band zusammen, die wir im Halbfinale, nee, in der Vorrunde haben wir sie kennengelernt. Und da haben sich direkt Kontakte geschlossen und wir haben jetzt öfter vor, was zusammen zu machen. Das passt stilistisch ganz gut. Und ansonsten, wie gesagt, im Sommer hast du ja gesagt, ne? Mal eventuell noch was im Start. Aber wir wollen ja noch nicht so viel verraten auf unserer MySpace-Seite. Darfst du auch gerne www.myspace.com. Nee, da fehlt noch was.
Fuchsflugsata? Fuchsflugsata.com und dann Fuchsflugsata. Ja. Der Plural von Fuchsflux. Also nochmal ganz von vorne. www.myspace.com/Fuchsflugsata. Ja, meine Güte, wer sich das merken kann oder nicht merken kann, der geht bei uns auf die Seite nsr2.de, da findet ihr dann hinterher auch den Link. Das ist vielleicht ein bisschen kürzer zu merken. Und nochmal kurz auf das Jurgik hier zu kommen. Wie seid ihr da dran gekommen? Und ihr habt ja gerade eben schon erwähnt, ihr habt Kontakte geknüpft, mit denen es jetzt auch weitergeht. Ist das die einzige Band gewesen oder sind da vielleicht sogar noch mehr Kontakte entstanden? Ja, also wir sind eigentlich im Prinzip zu dem Jurgik gekommen, weil Mangel war fürs Bergische Land an Bands. Und so ist halt gekommen, dass wir da, ja, war mehr oder weniger Zufall auch. Genau, dass wir da irgendwie interessant geworden sind für das Jurgik-Team und dann mit dabei sein konnten. Ja, wunderbar. Ich denke, für eine kurze Bandvorstellung mit eurem Song, den ihr mir gegeben habt, reicht das. Sobald ihr irgendwas Neues habt oder auch noch Dinge mitteilen wollt, könnt ihr mich auch gerne erreichen. Ich gebe euch gleich noch meine E-Mail-Adresse und dann werden wir die entsprechend auch auf unserer Seite veröffentlichen. Ich danke euch für das kurze Interview und die letzten Worte gehören euch. Ja Leute, heute hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht hier. Unsere Internetadresse habt ihr jetzt. Wenn ihr irgendwas hören wollt, geht auf die MySpace-Seite. Ansonsten vielen Dank fürs Interview. Danke an das supergeile Publikum. Hier muss man auch nochmal gesagt haben, dass vielleicht der eine oder andere hört.